Christoph, jetzt hat aber Wladimir Putin heute ein ganz eigenes Treffen, jetzt während die NATO auch tagt, und zwar mit dem Präsidenten der Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres. Was steckt hinter dieser Reise? Was ist da das Ziel? Also das Kaspische Meer und diese Anrainerstaaten, das ist sozusagen der Hinterhof der Russischen Föderation. Das gehört auch zu einem großen Teil, zu dem Einflussgebiet von Wladimir Putin. Und da ist eben heute dieser Anrainergipfel. Alles wichtige Öl- und Gasproduzenten. Und da will natürlich Wladimir Putin erstmal der Weltöffentlichkeit und auch den eigenen Bürgern zeigen, dass er nicht isoliert ist, dass es eben eine ganze Menge Länder gibt, die bereit sind, sich mit dem russischen Präsidenten zu treffen, zu sprechen und auch zu kooperieren. Und das ist ja nun wirklich eine Tatsache. Das ist auch jetzt nicht irgendeine Show oder irgendeine Lüge. Wir wissen, die Chinesen kooperieren, die Inder kooperieren, in Südamerika wird von Seiten der Brasilianer, der Argentinier, der Bolivier kooperiert. Also von daher ist es tatsächlich so, dass Putin nicht isoliert ist, trotz dieses Krieges, des Angriffskrieges gegen die Ukraine. Und jetzt diese Anrainerstaaten, wie ich gesagt habe, das betrachtet Wladimir Putin als seinen Hinterhof. Und ich nehme mal an, dass er diese Staatschefs auch der Reihe nach vergattert hat und ihnen gesagt hat, was er von ihnen erwartet, nämlich mindestens Neutralität, keine Tricks, keine Hinterlist und keine separaten Deals mit dem Westen. Ich nehme an, dass er das so mit aller Bestimmtheit, vielleicht mit anderen Worten, gesagt hat. Und ich nehme an, dass man ihm da sehr gut zugehört hat, denn keiner dieser Staaten, vor allem der ehemaligen Sowjetrepubliken, will ein ähnliches Schicksal erleiden wie die Ukraine. Christoph, danke für diese Einschätzungen aus Moskau.